Kiwi. Hallo. 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 Hallo, Baby. Nein, also hallo, Leute. Das ist unser neues Familienmitglied. Dieser Pupsack. Er heißt Max. Er ist ein, ich glaube, Yorkshire Terrier Mischling. Und ja, er ist echt niedlich, aber er beißt schon ein bisschen härter. Und er hat jetzt auch schon seine beiden vorderen Zähne unten verloren. Das heißt, er wächst, er wird erwachsen, hör auf mich zu beißen. Und er ist ziemlich frech. Er beißt gerne. Also ja, und das Problem ist mit ihm, dass er einfach so haarig ist. Und da kommen ziemlich viele Kneppen rein. Und ja, ist voll lustig, aber mit diesem kleinen Schnuckelchen, weil er überall wohl rumpisst auch. Ja, er pisst überall rum. Und ja, dieser Hund gehört nicht mir, nicht meiner Familie, also nicht meiner Mama oder meinem Bruder, sondern meinem jüngsten Bruder. Was ich nicht verstehe. Ja, auf jeden Fall, mein Bruder hat diesen Hund bekommen, damit er Verantwortung lernt. Und man sieht ja, was er damit macht. Er geht zum Geburtstag und ich hocke hier mit diesem Hund. Mit diesem Schnippelpum. Pupsack. Ja, und er kackt überall rum. Und mein kleiner Bruder wurde auch schon fast von diesem Kerlchen gebissen. Oder er wurde gebissen, weil er ihn halt echt umarmt hat. Also richtig geknuddelt. Und das wollte dieser kleine Pups nicht. Und ich nenne ihn normalerweise Pups oder Pissmäuschen oder so. Und ich nenne ihn nicht bei seinem Namen, zum Beispiel Max, weil er es einfach nicht verdient hat. Ja. Und normalerweise darf er nicht auf meinem Bett. Aber heute, weil das hier ein Video ist, und auch manchmal, wenn ich schlafe, dann darf er auf meinem Bett. Weil er einfach so süß ist. Aber manchmal darf er nicht auf meinem Bett, weil er sonst reinpisst, draufpisst. Ja, und wir gehen immer jeden Mittwoch, also mein kleiner Bruder geht jeden Mittwoch mit dem zur Hundeschule. Was auch voll süß ist. Aber der mag die anderen Hunde nicht so. Der beißt die gerne. Der hat irgendwelche soziale Probleme. Er mag nur ein paar Hunde, aber nicht andere. Gell? Hör auf, meine Decke zu zerfetzen, junger Mann hier. Was machst du da? Nein! Nein! Oh Mann, und diese Hundelehrerin hat gesagt, man soll ihn auf die Schnauze hauen, wenn er zu doll nervt oder wenn er uns beißt oder so. Damit er merkt, dass er nicht der Boss ist. Max. Max. Und wenn man ihn anbläst, jetzt, dann mag er es auch nicht, guck. Er ist jetzt, ich glaube, 5 Monate alt. Und wir haben ihn vom Tierheim bekommen, weil irgendeine Frau konnte den nicht mehr haben, weil sie ein Baby bekommen hat. Und dann hätte sie nicht mehr so doll auf den Hund geachtet. Und es war eine gute Entscheidung, weil dann haben wir ihn bekommen. Und er war dann nur 5 Tage im Tierheim. Was ziemlich cool ist, weil normalerweise die Welpen, da ja immer sofort weg und wir haben zum Glück. Ja. Unser Hund Max. Und er ist ein Weißer. Ciao!